eines Monats April. Wir sind wieder mal bei Frank Röder, Master of Wine. Und das Jahr 2024 kommt mit einem österreichischen Wein im April. Ist es denn schon warm genug für einen schicken Weißwein? Ja, natürlich. Schau raus. Die Sonne scheint, die Mücken picken. Temperatur 20 Grad. Der Frühling ist da. Der Frühling ist da. Ist das jetzt ein erfrischender Wein? Aber ja, auf jeden Fall. Es ist ein Sauvignon Blanc aus der Steiermark. Die Steiermark, die ist weit weg, das weiß ich. Also es ist ein Land, wo du, ja, aber ich weiß nur, es liegt nicht an der Grenze zu Deutschland. Es ist ein bisschen weiter weg. Nee, es liegt unten an der Grenze zu Italien und Slowenien. Ja, ist sehr warm an der Steiermark. Ich war mal da, da war sehr warm, sehr heiß. Ja, also sehr, sehr heiß war es im Sommer, so konnte ich dazu sagen. Und das war so alles schon so fast mediterran da unten, das Klima. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Doch, das Klima ist das schon sehr, sehr angenehm. So ein bisschen von der Adria auch beeinflusst. Liegt ja an der Grenze zu Italien. Und ich bin sehr, sehr gerne in der Steiermark. Eine wunderbare Landschaft. Im Herbst der Duft, der dort vorherrscht. Überall riecht es nach Kastanien, nach Wein, der am Gären ist. Und diese Hügellandschaft in der Südsteiermark, das hat schon was ganz Besonderes. Es gibt dort köstliche Gerichte zu essen. Kürbis, ja, ist überall vorherrschend im Herbst. Und wenn wir jetzt gerade schon beim Essen und Trinken sind, dieser Wein kommt vom Sattlerhof. Und Sattlerhof ist nicht nur ein tolles, erstklassiges Fünf-Sterne-Weingut, sondern hat auch noch ein super, super Restaurant. Und die Herzlichkeit der Betreiber, der Familie Sattler, das ist schon etwas, was man in dieser Intensität seltenst erlebt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, jeder, der den Weg in die Steiermark findet, sollte unbedingt einmal dort vorbeischauen. Denn es ist nicht nur eine liebreizende Landschaft, sondern auch wirklich die Herzlichkeit der Betreiber, der Winzer und der Gastgeber Familie Sattler. Das ist einzigartig. Ja, die bauen wahrscheinlich verschiedene Qualitätsstufen an. Also ich habe eben schon mal gespickt. Es gibt ja hier quasi das Telefonbuch der guten Weine, heißt Masterwein. Man kann es kostenlos runterladen mit ganz vielen Tipps. Jeder Wein, den du hast, da gibt es auch eine kleine Anekdote über jeden Wein, also was da drin ist. Ja, du hast, ich würde sagen, eine detaillierte Beschreibung. Beschreibung. Also zumindest warst du bei dem Weingut, bei allen Weingütern, die hier drin sind. Ich muss gerade gucken, du warst bei allen persönlich. Ja, also auch auf Sattlerhof. Definitiv. Also eigentlich bist du kein Weinkenner, sondern du reist gerne und dadurch hast du den Weinhandel aufgemacht, dass du es von der Steuer absetzen kannst. War ja doch so, oder? Das ist nicht der Grund. Das ist auch selten machbar. Aber der Hintergrund ist, dass wir wirklich jedes einzelne Weingut persönlich kennen wollen, die Betreiber, die Philosophie verstehen wollen, gucken, was ist das Potenzial dort, warum sind die so gut, wie der Wein eben nun mal schmeckt und wie sieht die Zukunftsentwicklung aus, was ist das Besondere. Und hier wirklich bei Sattlerhof, da könnte man den Film jetzt eine Stunde, zwei Stunden machen lassen und hätte genug zu erzählen. Ja, Bio steht drauf. Ist das ein Bio-Wein? Weil ganz oft habe ich jetzt hier diese grünen Bio-Marker bekommen. Da muss der Wein ja gar nicht dabei sein, den du jetzt gerade findest. Und was ist Bio? Und ganz oft hast du ja auch Bio-Qualitätsweine, die gar nicht Bio ausgezeichnet sind. Das passiert immer öfter. Ja, du hast recht, das gibt es. Es passiert immer öfter, weil dieses Bio-Siegel hat schon eine wichtige Bedeutung. Es ist ein Vertrauensbeweis, aber es kostet vor allen Dingen auch Geld. Ja, es ist aufwendig, nicht nur die
Bio-Winzer werden überprüft, sondern auch die Bio-Händler werden überprüft. Also auch wir sind biozertifiziert. Und das ist ein Aufwand, den man betreiben muss. Das kostet Geld. Also es kostet nicht nur Geld, sondern es kostet auch Zeit. Und insofern kann ich den ein oder anderen Winzer auch verstehen, wenn er sich nicht zertifizieren lässt, obwohl er biologisch arbeitet. Aber die Steigerung von biologischem Weinbau, das ist biodynamischer Weinbau. Und genau das haben wir hier beim Weingut Sattlerhof. Ja, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Biodynamisch hat ein bisschen was zu tun mit Mondphasen und Esoterik. So ein kleines bisschen, ist aber seit Jahrhunderten im Einsatz und hat seine Bewandtnis. Was ist zum Beispiel biodynamisch? Was ist typisch für biodynamisch? Was wird gerne gemacht? Also, es ist nicht seit Jahrhunderten gibt es das, sondern ziemlich genau seit 100 Jahren. Ja. Der Rudolf Steiner hat es damals entwickelt in der Nordschweiz, in Südbaden, hat er die Biodynamie quasi ins Leben gerufen und das funktioniert tatsächlich bis heute. Es ist im Prinzip die Homöopathie des biologischen Weinbaus. Das heißt, man erzeugt seine Spritzmittel selber aus pflanzlichen Produkten und wendet die homöopathisch im Weinberg an, um die Selbstheilungskräfte der Pflanze und anzuregen und das Immunsystem zu stärken. Also globally quasi. In der Homöopathie würde man das globally nennen. Ja, korrekt. Es funktioniert aber in der Praxis. Das ist so, ansonsten würde ich den Aufwand gar nicht betreiben. Das ist tatsächlich das Faszinierende. Es funktioniert tatsächlich in der Praxis. Immer mehr Winzer wenden sich der Biodynamie zu, weil sie erkennen, dass die Weine individueller, charakterstarker, stärker, persönlichkeitsintensiver werden. Die Weine haben wirklich Charakter und Persönlichkeit und unterscheiden sich damit von den anderen. Sie bringen das Terroir, auf dem er wächst, exzellent zum Ausdruck. Und genau das ist auch das Credo der Familie Sattler, detailversessen quasi ihre Einzellagen herausstreichen. Und sie haben bedeutende Einzellagen. Der Pfarrweingarten, Kranachberg. Hier, schau es dir an, hier sind die Weine auch genannt. Ne? Einmal haben wir hier den Kranachberg, dann den Kapellenweingarten, den Pfarrweingarten. Das sind großartige Steilstlagen. Und das ist eine großartige Geschichte. Man sieht es hier beim Trinkaus. Das ist einer der berühmtesten Weißweine Österreichs mit 99 Punkten prämiert vom Falstaff. 99 von 100? 99 von 100, ja. Also 100 ist die Höchstbewertung. Also bedeutet, ich lese gerade, der kostet fast 100 Euro. Jetzt ist es ja so, dass man diese Weine ganz oft in der gehobenen Gastronomie findet. So, und die bieten dann natürlich nicht so, oder? Doch. Doch, ja. Man findet die auch in der gehobenen Gastronomie. Aber tatsächlich ist es so, dass die weinbegeisterten Freaks diese Weine unbedingt haben wollen, weil sie so hoch bewertet sind und wollen diese persönlich bei Ihnen zu Hause einlagern, reifen lassen und dann im richtigen Moment auch trinken. Du hast gerade so eine Drehbewegung gemacht. Was wolltest du mir damit sagen? Ja, du hast die Kamera ein bisschen schräg gehalten. Die hat mir so nach der dahin gezeigt. Nee, passt schon. Ich hab zur Not eine zweite Kamera. Es geht mir darum, wenn du jetzt natürlich nur Weine hast, die 100 Euro kosten, die stehen auf der Karte, der Gastronom, der muss ja auch noch ein bisschen was verdienen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Wein des Monats. Und da wäre meine Frage gewesen, wo befinden wir uns denn da jetzt? Weil auf der Seite habe ich jetzt nur Weine gesehen, die ziemlich stark in Richtung 100 Euro gehen. Haben die auch einen sehr, sehr guten Einstiegswein, ich sag mal so. Ja, genau das ist ja dieser Sauvignon Blanc aus der Südsteiermark. Es ist also ein Gebietswein, kein
Ortswein, kein Lagenwein, sondern ein Gebietswein. Und du siehst, der ist, glaube ich, hier noch irgendwo aufgeführt. Sauvignon Blanc Südsteiermark kostet regulär 14,95. Also 14,95, da können wir gleich mal ein bisschen was erfahren. Die Trinktemperatur und was ist überhaupt der Sauvignon Blanc? Vielleicht fangen wir damit mal an. Die Weißweine werden ja üblicherweise etwas gekühlt getrunken. Können wir gleich mal drüber sprechen. Und Sauvignon Blanc, gibt es da eine deutsche Bezeichnung für Sauvignon Blanc? Nein, Sauvignon Blanc heißt Sauvignon Blanc. Das stammt, wie der Name schon sagt, an dem Blanc kann man das erkennen, aus Frankreich, heimisch an der Loire, dort berühmt für die Appellationen Sancerre und Puy-Fumé und hat von dort aus seinen Siegeszug in der Welt angetreten, wird mittlerweile weltweit kultiviert, auch in Deutschland immer stärker angebaut. Ein Land, das sich mit Sauvignon Blanc einen riesen Namen gemacht hat, ist Neuseeland. 80% aller neuseeländischen Weine stammen aus Sauvignon Blanc. Und das ist faszinierend, wie sich Sauvignon Blanc in der Wahrnehmung so geändert hat. Ja? Also Sancerre-Weine und Puy-Fumé-Weine aus Frankreich, die waren so in den 70er Jahren, wurden die bekannt und beliebt, obwohl sie sehr speziell waren. Sie sind sehr aromatisch, das heißt ausdrucksstark in Duft, aber auch in der Frucht. Ein berühmter Kollege von mir hat einmal gesagt in den 80er Jahren, also er kann kein Sauvignon Blanc trinken, das widersteht ihm, weil wenn er dran riecht, erinnert ihn das sofort an Katzenpisse. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Ein Engländer hat natürlich gesagt, Cat Pee. Aber manchmal erinnert das tatsächlich daran. Aber die Weine sind natürlich auch erheblich besser geworden seit dieser Zeit. Und vor allen Dingen durch die Neuseeländer. Denn die haben eine ganz andere Art von Sauvignon Blanc in die Flaschen gefüllt. Das war wesentlich stärker von tropischer Frucht geprägt und das fand einen riesen Anklang weltweit und deswegen sind die neuseeländischen Sauvignon Blancs so berühmt geworden. Und dann kommt natürlich dieser Effekt, dass die Europäer sagen, Menschenskinder, was machen die denn anders, dass bei denen der Sauvignon Blanc so anders schmeckt und haben dann versucht, auch durch Entlaubung mehr Licht an ihre Trauben zu bringen und mehr tropische Frucht in ihre Weine zu bekommen. Und die Neuseeländer, die haben immer gesagt, Menschenskinder, die Weine an der Loire, Sancerre und Puy-Fumé, die sind so Terroir geprägt und die sind so, haben so grasige Aromen, das gefällt uns, wie machen die das, wir kriegen das gar nicht hin. Und die haben dann angefangen mit Beschattung zu bearbeiten. Das heißt, die Stile haben sich so mehr oder weniger angenähert zumindest. Ne? Und aber eine Region, die in Europa ebenfalls weltberühmt geworden ist durch ihre Sauvignon Blancs, das ist tatsächlich die Steiermark. Ja, wenn du mal so lieb bist, die Madrid ist die Flasche, dass wir die Rückseite mal sehen können. Ja. Da habe ich ja von dir gelernt, ein Wein muss nicht viel Alkohol haben, damit der Ausdruck stark ist. Aber viele gucken ja immer noch auf die Prozentangabe, 13%. War das jetzt ein guter Jahrgang, 22? Ja, 22 war ein guter Jahrgang, aber tatsächlich ist es so, die letzten Jahrgänge in der Steiermark waren durchgängig gut. Und das ist natürlich faszinierend, wenn man die gute Arbeit im Weinberg macht, dann kann man auch so die Herausforderungen, die das Wetter von Jahr zu Jahr sich ändernd mit sich bringt, ebenfalls auch gut reagieren und bekommt dann auch in manchmal weniger guten Jahrgängen immer noch hervorragende Weine hin. Ja, wir werden dieses Kleinod jetzt einmal verköstigen. Zumindest ja. Du wirst es machen. Trinktemperatur, wir haben eben es kurz erwähnt. Ja, kühl, 7-8 Grad ist eine wunderbare Geschichte. Er hat einen Schraubverschluss. Ja, bin ich mittlerweile voll bei dir beim Schraubverschluss, also ja, als Camper. Wunderbar und auch die Familie Sattler hat in ihren, ja, ist da ganz konsequent und arbeitet sehr gerne mit Schraubverschluss. Und der Wein ist relativ hell in der Farbe. Man sieht, es ist so ein leichtes Strohgelb mit leicht grünen Reflexen. Durchscheinend, transparent, leuchtend, klar. Er duftet herrlich. Du riechst auch schon. Ich riech's voll, ja. Das ist also
ganz fantastischer Duft. Darf ich noch einmal ganz kurz? Ja, ja, du darfst doch noch zweimal. Och, ist ja mega. Der ist so ein bisschen Säure betont, Zitrus. Ja, Säure kann man ja schlecht riechen, aber er hat natürlich was, was du jetzt mit Säure beschreibst, sicher diese Zitrusaromatik, ja, die so da grüner Apfel steht, ja. So ein bisschen grüner Apfel, aber noch viel mehr Stachelbeerfrucht. Ja, ich habe diese Passionsfrucht, die sehr schön rüberkommt, aber ich habe auch hier schon im Duft so eine Art erdige Note, die so ein bisschen das Terroir widerspiegelt. Aber es ist halt nun mal eine aromatische Rebsorte, die sehr ausdrucksstark im Duft und im Geschmack ist. Also wie schmeckt der? Unglaublich saftig, intensiv. Hier wiederum Stachelbeer und Passionsfrucht, die so ineinander greifen und sich laufend abwechseln. Und wenn man überlegt, dass das der Einstiegswein ist, wie viel dieser Wein bietet. Er hat eine präsente, aber sehr reife Säure, die bestens eingebunden ist und die diese Frucht so richtig nach vorne schiebt als Geschmacksträger, diese mundwässernde Salzigkeit, die der Wein mit sich bringt. Jede Sekunde erscheint irgendwas Neues. Er hat eine Vielschichtigkeit und Finesse, die man bei einem Gutswein eigentlich gar nicht erwartet oder bei einem Gebietswein. Ja, das ist, da erwartet man eigentlich gar nichts Großes, aber es zeigt, wie präzise und detailversessen die Sattlers arbeiten. Also es ist eine Familie, Vater und Mutter, der Willi und die Maria, die haben das Weingut gegründet und die nächste Generation ist längst am Start mit dem Andreas und dem Alexander. Die machen, der eine im Keller und der andere im Weinberg, großartige Arbeit. Das geht Hand in Hand und das ist einfach so unglaublich geschliffen wie ein Edelstein. Du machst jetzt extra, dass du das so gemein, genial beschreibst. Ja, wie ein geschliffener Edelstein, hast du gerade gesagt. Ja, ja, das ist wirklich diese unglaubliche Präzision. Mir fällt halt kein besserer Begriff ein, kein besseres Bild ein, um das vergleichend zu beschreiben. Aber das ist einfach großartig, was sie da machen. Und für mich ist es, ja, der Thement ist quasi Nachbar vom Sattlerhof, ist einer vielleicht der berühmteste Winzer in der Steiermark, aber die Sattlers, die sind mindestens genauso gut und was da passiert, das ist einfach aufregend und das ist faszinierend und das ist spannend und du siehst schon, ich kann schon wieder was trinken. Ne? Klar. Also jetzt, das ist, wo ich total animierend. So, jetzt. Ja, cool. Jetzt willst du aber wissen, was der kostet. Nee, ich will nicht wissen, was der kostet. Ich will mal hinweisen auf die Anleitung. Also darf ich mal vorlesen, was hier steht. Also, ja, okay, ich kann es also gar nicht nachvollziehen, ich habe keine Brille an. Genau, also du musst mir schon vertrauen, dass ich hier das Richtige lese. Lies mal richtig vor. Sauvignon Blanc Südsteiermark 2022. Was für ein Einstieg in die Welt der Weine vom Sattlerhof. Schon der Gebietswein zeigt die Klasse der Sauvignons aus der Steiermark. Expressiver Duft von Limetten, weißem Pfirsich und Stachelbeere mit einem Hauch grasiger Noten. Herrlich saftig und tiefgründig am Gaumen mit mineralischem Spiel, finessreicher Säure und animierendem Trinkfluss. Passt zu und jetzt kommt's. Darf ich es vorlesen? Ja, bitte, bitte, bitte. Spargel und vegetarisch. Also das ist, ich glaube, von der Einordnung her, es kann ja schöner gar nicht sein, oder? Passend in die Jahreszeit. Natürlich haben wir das auch unter dem Aspekt ausgewählt. Weil jetzt, wenn es Frühling wird, in wenigen Tagen wird es bald den ersten Spargel geben. Das passt schon ganz gut dazu. Spargel muss man immer ein bisschen aufpassen mit der Säure. Deswegen keinen Riesling wählen, sondern eher in der Säure ein bisschen reduziertere Rebsorten. Und ich bin auch kein Freund von wirklich aromatischen, expressiven Weinen zum Spargel. Aber hier in dem Fall passt es wirklich.
Sehr schön. Also, ja, 1495, du hast es eben schon erwähnt, das ist der Wein des Monats April 2024. Ostern steht vor der Tür. Ein schönes Geschenk wäre es auch für jemand, der Weinliebhaber hat, ist. Was zahlt man denn jetzt als Wein des Monats vom 1. April bis zum 30. April? Genau, gibt es einen Sonderpreis, der ist bei 12,95 statt 14,95. Und das wird hoffentlich noch ein paar mehr Menschen animieren, diesen großartigen Sauvignon zu kaufen, weil er ist wirklich, er bietet unglaublich viel fürs Geld. Und das ist eigentlich Value for Money. Bekommt man den auch in einer größeren Flasche auf Wunsch? Wir haben leider nur die Normalflasche. Sicher gibt es auf dem Weingut auch Magnumflaschen, aber gerade beim einfachen Gebietswein, ja, den legt man nicht in Magnumsflaschen hin. Also, das ist eher ungewöhnlich. Ja. Du verkaufst den Wein an Personen ab 18 Jahren, so viel steht fest. Und das werden ja viele erreichen hier, die bei dir bestellen. Was sind das für Leute, die bei dir kaufen? Gibt es immer wieder neue, die jetzt dazukommen, die neu auf dich stoßen? Ja, wir haben also wirklich das Altersspektrum reicht von 18 bis weit über 80. Also ich habe Kunden über 90 sogar, die regelmäßig Wein kaufen, nicht mehr so viel am Tag trinken, aber so ein Gläschen allen Ehren. Und das geht durch alle sozialen Schichten. Und ich freue mich auch für junge Menschen, die ihre Liebe zum Wein entdecken und dann mehr wissen wollen. Die kommen hierher, besuchen unsere Seminare, wollen mehr über Wein erfahren, wollen mehr über Wein wissen. Und da sind sie natürlich hier gut aufgehoben. Ja, mein schönstes Erlebnis war ja immer Chez Bacano, das weißt du, kennst du ja, Luxemburger Grund. Da gibt es ja unten die Gampasse. Genau. Und dazu hat er immer diesen portugiesischen Vinho Verde geheicht. Genau. Und da habe ich doch einige Frauen in meinen glücklichen Freijahrstagen dahin entführt. Und interessanterweise war, wenn man dann mal so eine Flasche getrunken hat zu zweit, dazu die schönen Südfrüchte, Gampassen gegessen hat, da war die Freude doch so groß, dass danach der Kinobesuch zur echten Freude wurde. Ja. Aber das ist ja so. Ich glaube, das ist aber ein anderes Thema. Ja, weil ist ja Wein ist auch Geselligkeit. Und ich denke, hier, Anlass kann ich den darreichen, ich sag mal, zu einem schönen Tag mit Freunden auf der Sonnenterrasse. Wäre das sinnvoll? Ja, der Wein ist als Solist auch sehr geeignet, gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, draußen im Freien sitzend auf der Terrasse, die Sonne genießend und auch da macht der Wein sicher viel Freude. Es geht mir darum, dass er dann in der Sonne nicht warm wird, sondern gut gekühlt bleibt. Es geht mir darum, dass man so einen Wein hat, du kennst das doch selber, es ist ein Geburtstag da, wenn du da irgendwas Exotisches nimmst, was vielleicht nicht jedem gefällt, ist das hier, ist everybody's darling vom Geschmack, kommt man da schon sehr nah ran? Ja, Sauvignon Blanc spaltet immer noch so ein bisschen die Weinfans. Wobei er super salonfähig geworden ist und man sieht es ja auch, die Rebfläche für Sauvignon Blanc in Deutschland ist gewaltig gewachsen, prozentual gesehen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weil die Weine eben nicht mehr so anstrengend sind, wie sie früher mal waren, auch nicht so grasig und manchmal sperrig waren, sondern wirklich zuverlässig viel bieten im Duft wie im Geschmack. Ja, wo findet man den Präsenzverkauf? Du hast ja ein richtiges Ladengeschäft hier, warst auch zu Pandemiezeiten zum Glück von den Schließungen nicht betroffen, weil Wein als Lebensmittel gehandelt wird in Deutschland. Kann ich hier reinkommen wie im Globus oder ist das so, dass ich vorher anrufen muss? Nein, wir haben ganz normale Öffnungszeiten. Montags haben wir frei, dafür haben wir es auch samstags geöffnet. Aber wir sind hier in Völklingen in der Kreppstraße 6. Ab 10 Uhr morgens sind wir da, bis abends 18 Uhr. In aller Regel durchgehend, außer mittwochs nachmittags nehmen wir uns ein bisschen frei. Und ansonsten kann jeder hier reinkommen und sich beraten lassen, kann probieren. Probieren geht auch. Natürlich kann man kostenlos probieren. Man soll ja nicht die Katze im Sack kaufen, sondern überzeugt sein, dass einem selber dieser Wein schmeckt. Und das ist überhaupt kein Problem bei uns. Sehr schön. Also auch diesen Wein, den würdest du öffnen, sodass man da mal probieren kann. Natürlich. Man kann auch verschiedene Weine probieren. Ja, wir haben ja viele Camper. Es lohnt sich wirklich nach Völklingen zu kommen. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist im Moment mit welcher Ausstellung?
Der deutsche Film. Der deutsche Film. Ist das gut? Was drin? Ja, das ist sensationell. Da kommen also Hunderttausende von Besuchern, um diese Ausstellungen pro Jahr kommen die natürlich nicht an einem Tag, aber pro Jahr über Hunderttausende Besucher und die sind begeistert, nicht nur von der Szenerie, sondern auch von der Qualität der Ausstellungen. Genau, es gibt nämlich ein altes Stahlwerk, das ist Weltkulturerbe geworden, ist jetzt zu einer riesigen Ausstellung umfunktioniert worden und da kann man dann gleich, wenn man hier mal einen Abstecher macht zur Kreppstraße in Völklingen, kann man das machen. Aber viel, viel wichtiger ist der Versand. Viele Leute, ich sag mal, für eine Flasche Wein macht es keinen Sinn, da irgendwo hinzufahren. Du hast einen besonderen Deal abgeschlossen mit einem großen Versender, sodass du es anbieten kannst ab einem Preis von 89 Euro liefern wir Freihaus in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik Deutschland. Wie kriegt man das denn hin, dass der Wein nicht kaputt ankommt, weil die probieren ja heutzutage schon alles, um ihn zu zerstören. Ja. Ja, das kommt leider Gottes gelegentlich mal vor, aber die Bruchquote ist bei uns wirklich sehr, sehr niedrig. Da sind wir froh drum. Man muss halt postzertifizierte Versandkartons haben, die auch mal einen Sturz des Paketes aus einer Fallhöhe von über einem Meter, die bei den Sortierbändern der großen Paketdienstleister eben gegeben sind, dass das aushält. Das wird getestet und insofern kommen über 99% aller Pakete auch heil an beim Empfänger. Ja, masterwein.de. Früher mal WIF, also wenn Sie mal hier vorbeigefahren sind, VIF, daraus ist das Ganze entstanden, mittlerweile seit 3 Jahren schon Masterwein. Ja, schon länger. 4 Jahre schon. Ja. 4 Jahre schon. Und diesen Katalog können Sie sich kostenfrei. Und das Coole ist bei diesem Katalog, der ist immer tagesaktuell, weil er wird quasi on the fly erstellt. Und in dem Moment, wenn Sie draufdrücken, kommt der aus dem Warenwirtschaftssystem, wird ausgedruckt. Da sind nur noch die Weine drin, die wirklich verfügbar sind. Genau. Und Leute speichern die sich auch gerne ab. Dann hat man nämlich den Katalog aus 2023, 22, 21 nach die Stories auch von Weinen, die schon lange verstorben sind. Ja, das ist korrekt. Man kann natürlich selbst ein Archiv aufbauen. Man kann den Wein auch täglich, den Katalog auch täglich runterladen. Aber so oft ändert sich das jetzt auch nicht, dass man wirklich täglich aktuellen Katalog haben sollte. Aber so einmal im Monat lohnt sich das schon, weil es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Die Jahrgänge wechseln immer mal wieder. Dann gibt es leider Gottes auch immer mal wieder Preisänderungen, aber das versuchen wir so schmal zu halten, wie es nur irgend möglich ist. Und den Preis pro Jahrgang, der bleibt auch relativ konstant. Der wird stark runtergeladen, der Online-Katalog? Ja, absolut. Achso. Ja, vielen Dank. Bitte zeig mal die Rückseite von diesem Druckerzeugnis. Vom Wein kannst du mir auch zeigen, so dass wir das sehen. Aber vielleicht hast du gerade die Rückseite vom Katalog. Die Rückseite, ja, die Vorderseite. Wahrscheinlich die Vorderseite. Genau, da steht's, genau da vorne. Ist also masterwein.de, Frank Röder, Master of Wein, der Wein des Monats April 24. Tschüss, Frank. Ciao.